Herzlich willkommen beim Be Active Podcast, deinem Podcast für mehr Motivation und Spaß an der Bewegung. Mein Name ist Beatrice Drach und ich bin deine ganz persönliche Schweinehund-Domböse. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen zur aktuellen Episode. Heute geht es wieder um, wie du vielleicht weißt, eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Es geht um die Füße. In Episode 58 und 59 habe ich mich auch schon intensiv mit den Füßen beschäftigt und auch hier hat uns Herr Professor Trinker einige Tipps mitgegeben, was wir tun können, um unsere Füße fit zu halten. Und auch für die aktuelle Episode habe ich ihn eingeladen. Und diesmal sprechen wir über das Thema Fersensporn. Und zwar, was tue ich denn dann, wenn ich den Fersensporn mit Gymnastik nicht wirklich losgeworden bin? Welche Möglichkeiten habe ich dann noch, um wieder schmerzfrei zu sein? Du erfährst vom Professor Trinker also wirklich alle Behandlungsmöglichkeiten rund um den Fersensporn und du bekommst im beigelegten Artikel dann auch noch einmal Bilder von drei Übungen für den Fersensporn von mir präsentiert. Also schau auf jeden Fall auch nochmal in den Artikel hinein. Da findest du nochmal die drei wichtigsten Übungen rund um den Fersensporn und hör dir vielleicht wirklich auch dann im Anschluss an dieses Interview noch die Episoden 58 und 59 des Be Active Podcasts an. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir wollen heute drüber sprechen. Fersensporn. Wir haben letztes Mal gesagt, man macht Übungen über einen gewissen Zeitraum, um den Schmerz zu lindern. Was mache ich, wenn das einfach nicht besser wird? Wenn es nicht besser wird, habe ich eine ganze Anzahl von Alternativen. Diese beginnen mit Stoßwellentherapie, Röntgenschwachbestrahlung, physikalische Therapie mit Ultraschall, einfach um die Durchblutung da zu verbessern. Lokale Cortisoninfiltrationen oder lokale Eigenblutinfiltrationen, wo ich mir Plasma, das zentrifugiert wurde, an den Schmerzpunkt, an die Entzündung spritze. Und wenn jetzt wirklich also die Übungen eine Zeit lang ausgeführt wurden, es hat nichts gebracht, womit startest du dann? Also welches dieser aufgezählten Maßnahmen wäre dann die Maßnahme der Wahl? Also wenn nach der Literatur gehe ich, fange ich mit der Stoßwelle an. Oder parallel dazu die Röntgenschwachbestrahlung. Wir haben ja den Vorteil, die Stoßwelle ist eine Leistung, die nicht über die Kasse in den meisten Fällen funktioniert. Mhm. Die Röntgenschwachbestrahlung bekomme ich über eine Kassenleistung. Aha, okay. Beides, wenn ich jetzt literaturmäßig vergleichen muss, kann ich nicht sagen, das eine ist dem anderen überlegen. Die meisten haben aber besseren Zugang zu den Stoßwellentherapien. Was ist jetzt der Wirkungsmechanismus der Stoßwelle? Der Stoßwelle, ich setze eine lokale Verletzung und diese Verletzung führt zu einem Healing Response und dieser Healing Response führt eben zum Abheilen der Verletzung und auch der zugrunde liegenden Entzündung mit dem Fersensporn. Das Unangenehme an der Stoßwelle ist, dass sie relativ weh tut. Mhm. Weil ich in der Behandlung darf ich keine lokale Betäubung hinzuspritzen an diesem Punkt, wo es weh tut, weil da gibt es Studien, dass das den Erfolg mindert. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ja, man spürt etwas. Mhm. Wie lange dauert das? Also wie lange wird da drauf gehalten? Also wie lange muss ich den Schmerz sozusagen aushalten? Das ist nicht lang, das ist in ganz wenigen Minuten, nicht? Ja. Und die Therapieabfolge ist es, das sind 1 bis 3 Mal wird so empfohlen. Aha. Also 1 bis 3 Sitzungen werden empfohlen. In welchem Abstand macht man das? Den Abstand macht man dann so im Wochenabstand. Und muss ich mich dann nachher weiter mit dem Fuß schonen oder kann ich dann nachher wieder Sport machen? Naja, ich sollte nicht gleich Sport. Wir haben eine Verletzung. Ja. Und das Prinzip jeder Verletzung ist Herausnahme der Aktivitäten, Reduktion der Belastung. Aber wichtig ist, dass ich auch in dieser Phase jetzt meine Dehnungsübungen mache. Weil das Schlimmste wäre, ich habe eine Verletzung, die heilt aus und verkürzt sich dann aufgrund dieser Vernarbung und dann habe ich das Problem ja nachher wieder. Ja. Also
dehnen sollte ich schon. Und ich sollte auch meinen Fersenkeil tragen, damit ich in dieser Phase die Belastung auf die Sehne reduziere. Also die ganzen zuvor gezeigten Fußgymnastikübungen, die werden auch in der Zeitspanne, in der die Stoßwellentherapie durchgeführt wird, noch immer ausgeführt. Und ich nehme an, auch danach noch, ne? Weil auch wir wissen danach, ja, man muss lebenslanges dehnen. Ja, lebenslang. Ich würde sagen, jeder, der einmal einen Fersensporn gehabt hat, und es ist schon länger her, weiß, es kann mal wiederkommen. Ja, ja. Aber das ja. Gute ist, wenn ich schon jetzt diese Erinnerung habe, ich habe damals gedehnt und ich habe dann meine Übungen gemacht und ich erkenne das schnell, dann mache ich das ein paar Tage, dann wird es nicht mehr so schlimm. Ich kenne das von mir selbst. Nach einem intensiven Training tut es wieder mal weh, dann mache ich 2 Tage Übungen und dann ist das auch behoben, das Problem. Ich darf es noch nicht chronisch werden lassen. Ja. Ja, ja, ja. Also ich kenne es auch selber und ich merke auch in dem Moment, wo ich ein bisschen intensivere Dinge gelaufen bin, meine Dehnübungen sollten auch wieder gemacht werden. Man wird vom eigenen Körper relativ schnell dran erinnert. Ja, und ich habe oft Patienten, die waren vor 10 Jahren da und dann kommen sie und die haben doch damals gemacht, ja, das habe ich vergessen. Genau, es geht ja uns allen gleich, oder? Nach der Stoßwellentherapie, also oder noch eine Frage, für wen ist die Stoßwellentherapie nicht geeignet? Gibt es da Personen, wo du sagen würdest, das ist, für die Personen kommt die Stoßwellentherapie überhaupt nicht in Frage? Nein, da gibt es eigentlich keinen Ausschlussgrund. Ja, okay. Also bei der Stoßwelle nicht, bei der Röntgenschwachbestrahlung, da gibt es Ausschlussgründe. Ich meine, man muss sich hier vorstellen, die Röntgenschwachbestrahlung, das ist jetzt nicht so Tschernobyl am Fuß. Ja, gut, ja? Das ist gut zu wissen, ja. Das ist, also wenn man, es gibt so Zahlen, wenn ich jetzt eine Tumorbehandlung habe, habe ich so 17 Gray oder so, die ich lokal bestrahle, ja. Und hier habe ich ein 20stel von dieser Bestrahlung. Das ist nur ganz kurz. Und das führt auch in Laboruntersuchungen nachgewiesen zu einer Entzündungsreduktion lokal. Macht man teilweise bei Rheumapatienten oder bei nicht nur Fersensporn, auch Tennisellbogen und einfach Kalkschulter mit Entzündungen, da wird das angewandt. Und wie oft kommt diese Anwendung zu Trage? Also da variieren die einzelnen Behandler. Also auf jeden Fall ist eine Serie so 3 bis 4 Mal in täglichem Abstand. Und das bis zu 3 Folgen hinter, also das macht man dann diese 3-4 Mal, dann macht man ein paar Wochen Abstand und dann kann man es wiederholen. Wichtig ist also, ich darf keine Tumorerkrankung gehabt haben oder ähnliches. Also das wäre ein Ausschlussgrund, ich darf nicht schwanger sein. Ja. Das wäre sozusagen die zweite Wahl nach der Stoßwelle. Zweite Wahl nach der Stoßwelle. Dann haben wir die Möglichkeit, würde ich einmal Cortison infiltrieren. Davor schrecken ja viele Patienten zurück. Tut das nicht auch weh? Das tut nämlich weh. Auch das habe ich mir mal selbst zugefügt. Das ist auch nicht wirklich lustig. Weil ich auch hier mit der Nadel ins Zentrum des Geschehens hineinspritzen muss. Ja? Ja. Man kombiniert das zwar mit einem lokalen Ästhetikum, aber bis das lokalen Ästhetikum wirkt, die Nadel tut einfach in der Fußsohle weh. Man ist an der Fußsohle ja doch relativ sensibel, punkto Infiltrationen. Mhm. Das fühlt sich dann so an, wie wenn man auf einem Lego-Stein steigt? Wenn es dann ist, dann habe ich kurz mit in die Schwellung. Ja. Man sollte dann wirklich Ruhe geben, weil die Nebenwirkung von Cortison an Sehnen, wie wir ja wissen, ist ja, bei den Fasern kommt es zu einer Art Brüchigkeit und dann könnte mir die Plantarfaszie reißen, wenn ich da jetzt sozusagen, wunderbar, es wirkt schnell, da fange ich sofort mit vollem Sport wieder, weil ich spüre ja nichts, aber meine Sehne ist geschwächt. Ja, dann reißt sie. Dann reißt sie, ja. Ja. Das heißt, nach dieser einmaligen Cortisonspritze ist es wirklich ganz wichtig, dass man schont. Dass man schont, ja. Und dass man wirklich 2 Wochen schont, ja. Was ich vorher vergessen habe, gleich am Anfang, was für viele gut ist, ist Kinesiotaping an der Fußsohle. Mhm. Ich nehme einfach mit dem Kinesiotape, das erstens die Durchblutung lokal verbessert, was ja bei einer Entzündung gut ist, nehme ich mir die Spannung heraus. Also das wird in einem, das werden 3 Tapes, diagonal von der Fußsohle von innen nach außen, von außen nach innen zentral aufgebracht. Dadurch nehme ich die Spannung aus dem Gewölbe heraus und es fühlt sich angenehmer an.
Verstehe, weil die Spannung einfach nicht mehr da ist. Genau. Und ein zweites Tape kann ich eben von der Fußsohle über die Wade hinaufziehen. Das ist das Achillessehnentape, weil ich auch hier die Spannung reduziere. Das heißt, das lässt man sich einmal anlegen und lernt dann auch, wie man es wahrscheinlich dann selber... Genau, also das kann man sich auch selbst machen. Das ist nicht, ich mache das bei allen Patienten so, ich lege es ihnen an und dann gebe ich ihnen eine Kopie, da gibt es jetzt diverse Bücher, ich gebe ihnen eine Kopie der Bedienungsanleitung sozusagen mit und sie können es dann selbst machen. Und dann kann man selber sich zu Hause nachtapen. Ja. Wie lang sollte man das machen? Ja, das Tapen kann ich so lang machen, bis es weg ist, nicht? Das ist ja, die Tapes haben den Vorteil, ich kann das 3 Tage drauf lassen. Mhm. Ich kann damit duschen gehen, das trocknet gut ab. Ich habe teilweise Schwimmen mit einem Tape. Und man kann ja die ganzen Fußübungen mit dem Tape auch wunderbar weiter durchführen. Da ist man daran behindert. Was haben wir noch für eine Möglichkeit beim Fersensporn? Das letzte war dann die Plasma-Infiltration. Ja, das Eigenblut. Eigenblut. Es ist relativ aufwendig. Ich muss Blut abnehmen, muss das ganze zentrifugieren und die weißen Blutbestand, also das Plasma, wird lokal infiltriert. Das führt, da habe ich dann vermehrt Stammzellen und das führt auch zu einem Healing Response. Hat gute Erfolge. Ich habe da sehr gute Erfolge auch bei Tennis-Ellbogen. Ich habe ja alles immer mit Eigenbehandlungen auch gemacht. Ja? Ja, ja. Und die Eigenerfahrung hier war, bei Tennis-Ellbogen hat mir zum Beispiel das Cortison nichts gebracht, aber einmal Eigenblut infiltrieren und ich bin seither beschwerdefrei. Interessant, ja. Das heißt, es wird einmal gemacht und dann nachher sind... Einmal gemacht und dann muss man auch, das tut das, würde ich sagen, war der größte Schmerz, den ich bei all diesen Fersensporenbehandlungen erlebt habe. Oh Gott, okay, auf der Schmerzskala war das am höchsten. Das war wirklich den ersten halben Tag. Ja. Und dann ist es sehr schnell gegangen. Okay. Das heißt, wir lernen eigentlich draus Behandlung an. Man sollte auf jeden Fall zuerst einmal starten, beim Fersensporn fleißig seine Gymnastikübungen zu machen. Genau. Und zu tapen. Das sind die schmerzlosen Varianten. Und dann wird es ein bisschen schmerzhafter. Außer denen, tapen und Röntgenschwachbestrahlung, ist jede andere Behandlung mit einem gewissen Schmerzempfinden verbunden. Ja, das muss man auch einmal ganz ehrlich und offen, glaube ich, dazu sagen. Ja. Und es gibt keine Wahrheit. Diese eine Technik ist sozusagen das Nonplusultra. Ja, für jeden wahrscheinlich etwas anderes, oder? Das für jemand einen anderen. Patienten schwören auf die Röntgenbestrahlung und sagen wunderbar, die anderen Patienten schwören auf die Stoßwelle und sagen wunderbar. Auch wenn ich durch die Literatur gehe, ja, da gibt es ja Studien, dass nur die Cortisoninfiltration mit einmal hat alle geheilt und der nächste Autor schreibt dann, das hat überhaupt nichts gebracht und die Stoßwelle hat alles geheilt und das ist wirklich, es ist sehr individuell. Also man muss einfach ausprobieren, was für einen am besten passt. Genau. Abschließend hätte ich noch eine Frage. Ich werde so oft gefragt von Leuten, ja, ich bin jetzt eigentlich gar kein Läufer, gar keine Läuferin. Kann man einen Fersensporn auch bekommen, wenn man kein Sportler ist? Ja, ich würde sagen, die prozentuelle Verteilung ist eher beim Nichtsportler. Ja, aber es ist ein bisschen so ein Mythos, dass das nur den Läufer trifft. Nein, ganz und gar nicht. Also die amerikanischen Statistiken, die Amerikaner haben eine besondere Bevölkerungsverteilung, auch puncto Adipositas. Yep. Und hier gibt es schon die Verteilung ist schon eher der weibliche Patient. Ja. So 50, 48 aufwärts. Also ich wäre jetzt quasi der klassische Patient, nur halt nicht übergewichtig. Genau. Das dein BMI ist weit entfernt von 30. Ja. Aber das ist schon, also da gibt es schon nicht, wir. Die Lebensjahre führen dazu, dass das Gewebe ein bisschen brüchiger wird, weniger dehnbar ist. Ja. Und diese Jahre muss ich einfach hinter mich gebracht haben. Ja. Und dann gemeinsam mit einer Überlastung oder gemeinsam mit irgendwie einer Schuhwahl. Und auch hier einmal ist keinmal, aber kontinuierlich ist es einfach zu viel.
Welche Schuhe sind denn die Schuhe, wo du sagen würdest, also deiner Erfahrung nach, was ist dann wirklich eine schlechte Schuhwahl, die quasi den Fersensporn oder die Entstehung eines Fersenspornes begünstigen würde? Ich glaube, es ist nicht der Schuh, es ist die Verbindung von Schuh und Aktivität. Ja. Oftmals ist es so, wenn jemand im Alltag im Business ist und Stöckelschuhe trägt, ja, ein leichter Stöckelschuh spricht ja nichts dagegen, und dann irgendeinen Urlaub durchführt und jetzt Paris in einer Woche bewandert sozusagen in flachen Segelschuhen. Ja. Ja, dann habe ich erstens einmal, ich gehe im flachen Schuh, bin das nicht gewohnt, weil ich ja meistens immer einen leichten Absatz habe, ich habe schon Spannung drauf, und dann belaste ich sehr viel und bin den ganzen Tag unterwegs und da wird das System einfach überlastet. Das ist so, oder ich habe jetzt Strandurlaub und gehe jeden Tag am Strand barfuß. Ja, der Klassiker, ne? Weil da ein wahnsinniger Druck über die Wadenmuskulatur, ja, aufgebaut wird. Ich schiebe mit der Ferse ein beim Gehen und habe einen Negativabsatz im Endeffekt, wenn ich mit der Ferse einsinke. Ja, ja. Das belastet einfach die Strukturen. Ja, ja. Ich glaube, man kann vielleicht auch so ein bisschen um auf den Läufer zurückzukommen, nochmal sagen, ich sehe relativ oft, dass Fersensporne dann ein Problem werden, wenn man sehr schnell seinen Laufstil umändert. Also wenn man dann liest, so, man sollte mehr am Vorfuß laufen, und dann sehr intensive Einheiten am Vorfuß läuft, dass da einfach auch die Muskulatur gar nicht mitkommt und dann eine erhöhte Spannung da ist. Ja, wenn die Muskulatur müde wird, dann laufe ich sozusagen in den Seilen. Ja, genau. Ja. Das ist das Problem. Ich hab diesen muskulären Abfederungsmechanismus nicht mehr. Ja, ja. Weil ich es aktiv nicht halten kann. Und das macht mir das Problem. Ja, das heißt, es geht wirklich bei der Laufstilumstellung auch darum, dass die sehr langsam erfolgt und dass man vor allem das Dehnen der Wadenmuskulatur nicht vergessen darf. Ja, das ist äußerst wichtig, das Dehnen. Ich meine, jeder von uns dehnt zu wenig. Wir haben alle ein bisschen Verletzungen hier und da, weil wir einfach verkürzt sind, nicht nur Wade, Oberschenkel und so weiter. Aber da muss man dran denken. Ja, das stimmt. Also so als Resümee, Fersensporn kann jeden treffen, zum Teil eben auch oder sehr oft, wie du gesagt hast, Personen, die sich eigentlich zu wenig bewegen und dann auf einmal anfangen, in einen etwas erhöhten Bewegungsmuster zu steigen. Genau, ja. Dem stimme ich ganz zu. Was sind denn deine drei Top-Dehnungsübungen, die du so machst? Du bist ja selber ein Sportler. Also für die Wadenmuskulatur ist meine Lieblingsdehnungsübung der morgendliche Ausfallschritt gegen die Wand. Ja, ja. Und ganz wichtig hier das Becken vorschieben, Brust raus und Kopf hochhalten, also hinaufschauen. Das stolze Blick. Damit ich diese Rumpfspannung habe. Wenn ich jetzt in mich einsinke, die Schultern runterhängen lasse und vielleicht sogar noch mir meine Füße selber anschaue, ist die gesamte Spannung weg und es bringt wenig. Genau, ja. Und jede Stiege. Also ich finde einfach diese an der Stiege, die Ferse runterhängen lassen, geht schnell. Ich habe überall die Verfügbarkeit, ich brauche kein Studio, gar nichts. Und ich kann das durchgehend den ganzen Tag machen. Das sind echt zwei Übungen, die ich empfehle. Ja, ja. Ich würde dann halt noch immer dazu sagen, den Igelball auch im Büro zu haben, dass man aus seinen Schuhen ein bisschen raussteigt. Und wenn ein bisschen ich das kann, ist es natürlich gut, ja. Nur ich tue mir dabei ein bisschen schwer in der Ordination, jetzt meine Schuhe auszuziehen, den Igelball. Das stimmt, auch im OB ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ja. Wunderbar, ich danke dir sehr für alle deine Tipps und ja, wir hoffen, dass sie auch beherzigt werden. Gerne. Dankeschön. Schönen Tag noch. Grüß dich.